Oh mein Gott, heute teste ich eure Brawl Stars Mythen, um die neuen Brawler zu ziehen. 5 Liegestütz und 2 Sit-Ups. 1, 2, okay, let's go. 3, 2, 1 und... Oh yeah! Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars! Was geht ab, Leute? Da bin ich auch schon am Start. Freut mich, dass ihr wieder da seid und heute gibt es ein richtig, richtig nices Video. Ich teste mal wieder eure Brawl Stars Mythen, wie ich am besten einen krassen Brawler ziehe, beispielsweise jetzt Leon oder Amber oder was auch immer. Die erste Folge kam richtig gut bei euch an und ich dachte mir, wir machen auf jeden Fall Part 2 davon. Ihr habt es euch alle gewünscht und hier ist er. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass dieses Format weiter fortgeführt wird. Und dann würde ich auch schon sagen, wir starten rein. So Leute, wir haben den ersten Kandidaten am Start und zwar den Segula. Was geht, hallo? Hi. Hi. Ja, du darfst mir jetzt deinen Mythos vorstellen, wie ich jetzt am besten irgendwas krasses ziehe, beispielsweise, weiß ich nicht, Leon, Amber, Crow oder was auch immer. Hau raus, was soll ich machen, bevor ich jetzt die erste Megabox öffne, bevor ich überhaupt Gems auflade? Warte kurz, die muss ich noch holen. Gut, Gems sind am Start und dann würde ich sagen, starten wir auch schon rein. Let's go, was ist dein Mythos? Hast du Chips bei dir zu Hause? Ja. Dann nimmst du 3 gleichzeitig in deinen Mund und dann öffnest du eine Megabox. Okay, let's go, ich hole mal kurz Chips, einen Moment. 12 Sekunden später. Gut, ich habe jetzt Chips hier, 3 gleichzeitig im Mund, oder was? Ja. Gut, okay, 3 gleichzeitig im Mund. Oh Gott, so ein Riesenchip. Kriege ich den überhaupt in meinen Mund? Und 3. Okay. Okay, wir machen noch eine. Okay. Okay, alle guten Leute sind 3, wir machen noch eine dritte. Oh! Wir ziehen was. 3, 2, 1 und... Oh yeah! Nani! Nice, gut, dein Mythos hat gut geklappt. Danke dir fürs Mitmachen. Ja. Und die Chips waren echt lecker. Tschüss. Hallo Mika. Mein Mythos wäre, dass wenn du jetzt von deinem Stuhl aufstehst und 5 Liegestütze machst und 2 Sit-Ups, dass du dann einen Brawler ziehst. 5 Liegestütz und 2 Sit-Ups. Ja. Okay, ich muss mal gucken, ob man das sieht, wenn ich hier hinten das mache. Ich höre dich jetzt nicht, aber ich mach's mal kurz. So, was sieht man hier im Boden? Ja, sollte passen. 1, 2, 3, 4, 5 und 2 Sit-Ups, okay. Sind das Sit-Ups? Okay, let's go. Richtig sportlich hier. So, dann würde ich sagen, öffnen wir 3 Boxen und gucken mal, ob der Mythos funktioniert hat. Nummer 1, oh mein Gott, direkt in der ersten Box ziehen wir was. Let's go. Puh, bisschen Sport ist auch nicht schlecht. 3, 2, 1 und ein Gadget. Okay, wir haben aber noch 2 Boxen. Du musst wissen, ich musste gerade schon Chips essen, also war gut, dass du mich jetzt ein bisschen hier zum Sport gedrängt hast. Habe ich direkt die Kalorien wieder verbrannt, ja. Gut, das war aber leider nichts, ja. Leider nur ein Gadget, aber trotzdem danke fürs Mitmachen und ja. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Viel Spaß noch. Danke. So, hallo, hallo, Klau und dein Perso, was geht? Moin, alles gut bei dir? Ja, alles gut. So, dann hau mal raus deinen Mythos. Was soll ich jetzt machen, um was Krasses zu ziehen? Einfach mal beimal um die Ecken laufen und dann wirst du in den nächsten Boxen etwas Gutes ziehen. Um die Ecken laufen? Ja, also halt jetzt in der Brawl Stars Map. Ach so. Oh, ich dachte, der wäre in Real Life. Okay. Nein, so als so, um halt so Wände laufen, so. Weißt du, was ich meine? Das heißt, hier jetzt einfach um die Wand hier rechts einfach zweimal rumlaufen oder links hier rumlaufen? Ja. Okay, dann machen wir das. So. Und das ist Runde Nummer 1. Let's go. Dann machen wir Runde Nummer 2. Ja, jetzt müssen wir warten, bis das Game zu Ende ist. Das ist doch ein Witz. So, okay, Runde ist vorbei. Puh. Also wenn das jetzt funktioniert, 3 Boxen werde ich öffnen für dich, für diesen Mythos. Also wenn das jetzt klappt, das wäre schon mega lost, aber wir gucken mal. So, let's go. Erste Box, da ist nichts drin, wir brauchen 4 verbleibende. So, komm, zweite Box. Yes, wir ziehen was Neues. Okay, es könnte aber auch ein Gadget oder eine Star Power sein, also wir dürfen uns nicht zu früh freuen. Aber ich würde sagen, wir schauen, was drin ist in 3, 2, 1 und... Wow, let's go,
Edgar, nice. Der 7. von 7 epischen Brawlern. Das hat sehr gut funktioniert. Eine Box haben wir sogar noch, aber ja, wir brauchen jetzt 5 verbleibende, um was Neues zu ziehen. Krank, also es hat funktioniert. Danke dir fürs Mitmachen. Ich ziehe sogar noch was Neues, lol, eine Star Power. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Kandidaten. Hallo Brox. Hallo. Hi. So, okay, wir haben den nächsten Kandidaten am Start, dann hau mal deinen Mythos raus. Um ihn zu ziehen, musst du dreimal deinen Stuhl drehen. Mhm. Und dich auch nochmal dreimal im Kreis drehen. Dreimal den Stuhl drehen und dreimal mich im Kreis drehen, um was zu ziehen? Ja, um einen mythischen Brawler zu ziehen. Um einen mythischen Brawler zu ziehen. Okay, ich bin sehr gespannt, wir probieren es aus. Dreimal den Stuhl drehen, okay, das kriegen wir schon mal hin. Eins, zwei, drei. Und jetzt muss ich mich noch dreimal im Kreis drehen. Eins, zwei, oh Gott, drei. Uff. Okay, oh mein Gott, jetzt sind wir schwindelig. Nice. Und wir öffnen die Box, beziehungsweise drei Boxen. Die erste Box, da ist direkt was Neues drin. Let's go, ein verbleibender und... Okay, es ist ein Gadget für Kevin. Schade, schade. Gut, dann machen wir direkt die zweite. Und da ist wieder was drin. Come on. Nein, eine Star Power. Komm, wir brauchen irgendwas Krasses. Komm, komm, komm. Oh, das sind zwei neue Sachen. Oh mein Gott. Also der Mythos hat bis jetzt am besten funktioniert. Wir haben bis jetzt, also 4 Items, sage ich jetzt mal. Ziehen wir insgesamt aus den 3 Boxen. Wir starten rein mit einer Star Power und jetzt bitte, bitte, bitte ein Brawler. 3, 2, 1. Nein. Und es klingelt. Einen Moment. Bin gleich da. Eine Ewigkeit später. Ja, dann danke dir fürs Mitmachen, Brox. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Kandidaten. Gut, wir haben den nächsten Kandidaten am Start. Dann hau mal deinen Mythos raus. Ich habe so einen Mythos, dass wenn man Pookie abonniert, hat man Glück für die nächsten 10 Jahre. Ehre. Okay, ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Und schauen gleich mal, ob wir was ziehen können. Erstmal. Gut, also Leute, wir probieren es mal aus. Abonniert gerne mal meinen Kanal, ne? Hier auf YouTube, ihr wisst Bescheid. Einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Ich mach's hier auch mal. Zack. Und jetzt habe ich abonniert. Okay, und jetzt sollte ich Glück haben. Wir testen es einfach mal aus. Ich würde sagen, 3 Boxen öffnen wir. Und wir gucken mal, ob wir was ziehen können. Erste Box ist leider nichts drin. Zweite Box ist leider auch nichts drin. Und die dritte Box. Ist auch nicht. Ich hätte jetzt gern gesagt, okay, es funktioniert und abonniert mich, aber ja, es sind nun mal total sinnlose Mythen, die eh nicht wirklich aussagekräftig sind. Aber naja, abonniert mich trotzdem. Danke auf jeden Fall fürs Mitmachen und wir kommen zum nächsten Kandidaten. Hau mal deinen Mythos raus. Was soll ich jetzt machen, um was Krasses zu ziehen? Also beim letzten Mal musstest du ja erstmal in die Trainingshöhle Ja. Und links laufen. Das hat dann nicht ganz so geklappt. Ich glaube, diesmal müssen wir nach oben rechts laufen. Okay, Trainingshöhle und dann einfach nach oben rechts laufen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir machen das. Ich bin jetzt hier einfach mal mit Mortis am Start. Ganz oben rechts, dann auf verlassen und dann öffnen wir gleich, oder was? Ich bin auf jeden Fall schon rechts hinten, hinter diesen Dingern da, bei diesen zwei Tickets. Und dann musst du von da aus, mit Mortis hast du ja so ein Hit, womit du relativ weit kommst, da musst du nur den ganz oben rechts hitten, also den Bot. Ich glaube, ich habe die falsche Star Power, aber ja, ich probiere es mal nur den rechts oben. Ja. Boom. Habe ich gemacht. Und jetzt muss ich ihn noch irgendwie töten, ohne dass jemand anderes Damage kriegt. Boom. Habe ich gemacht. Jetzt gehst du raus. Okay, das heißt, wir haben jetzt genau einen eliminiert, gehen jetzt raus. Und jetzt zur Box? Oder? Jetzt gehst du zurück in die Lobby, also da, wo du bereit und so drücken kannst. Jetzt drehst du dreimal mit der Mortis. Ja. Und jetzt öffnest du die Megabox, oder was haben wir so ziehen? Boah, okay. 3 Megaboxen werden geöffnet. Wenn das funktioniert, ich fresse einen Besen, Alter. Ja, 3 öffnen wir heute, ja. Wir machen ein bisschen Advanced. So, gut. Die ersten 2 waren schon mal Nieten. Und die letzte, da ist was drin. Da ist was drin, die 1 blinkt. Oh, das ist der legendäre Leon. Wenn das jetzt Leon ist, 3, 2, 1 und ein Gadget. Achso, Gadget. Schade, 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 Tobi. Naja, trotzdem danke fürs Mitmachen wieder. Was ist dein Mythos? Mein Mythos ist, dass wenn man sich den scheiß Boxer-Merch bestellt, dann kriegt man in den nächsten 10 Megaboxen Glück. Okay, das ist mal eine geile Sache. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal hier. Auf www.scheißboxer.shop gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Lolingo. Ist egal, was man kauft. Ja. So, ich würde sagen, wir bestellen uns jetzt dieses T-Shirt, was übrigens wieder im Shop ist. An der Stelle checkt gerne mal www.scheißboxer.shop ab und gönnt euch einfach mal was. Ich nehme einfach mal Größe L und ich würde sagen, ich bestelle es mal kurz. Okay, wird verarbeitet und Bestellung ausgeführt. Wie zeige ich euch das am besten jetzt, ohne irgendwas zu leaken? Sieht man hier irgendwie Adresse und so weiter? Ja gut, sonst muss Mo halt zensieren. Also Leute, da sieht man es, bestellt. So, und jetzt in den nächsten 10 Megaboxen. Ich würde sagen, wir machen nicht 10, weil ich mache bei jedem 3 auf, damit das Ganze auch fair bleibt, damit wir die Mythen wirklich testen können.
ob da was dran ist. Und deswegen machen wir jetzt hier auch drei auf. Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt was bestellt und wir starten mit 4 Verbleibenden. Leider nicht. Komm schon, 4 Verbleibende wieder. Leider wieder nichts. Da kam gerade die Bestellbestätigung und nochmal 4. Oh, okay, wir haben einen Star-Power gezogen bei 4 Verbleibenden. Wollen wir dem Ganzen noch einen Try geben? Komm, wir machen noch ein bisschen was auf. Let's go, wir ziehen was Neues. Sehr gut, okay. Das könnte jetzt der legendäre Brawler sein. Wer weiß, vielleicht ist es auch der neue Brawler Squeak, der noch gar nicht draußen ist. Mal gucken. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und es ist ein Gadget. Super, geil. Du hast wenigstens ein bisschen gegönnt, geil. Bisschen, ja. Eine machen wir noch, komm. Weißt du was? Ach, weißt du was, wir geben einfach gleich alle Gems aus jetzt hier für dich. Du hast 10 gesagt, wir können zwar nicht ganz 10 erfahren, weil ich zu broke bin aktuell, aber 2 gehen noch. Und wir brauchen, glaube ich, nur 4 Verbleibende, um was Neues zu ziehen. Letzte Box! Und wir ziehen nichts trotzdem, Neues. Danke vielmals, Pookie. Du bist größter Ehrenmann. Danke. Danke dir auch fürs Mitmachen. Hau rein, ne? So, ich habe eure Mythen mal wieder getestet und es hat nicht wirklich funktioniert. Ja, man muss natürlich auch immer sagen, es ist da nicht wirklich was dran. Selbst wenn man jetzt irgendeinen Creator-Code beispielsweise eingibt, das kann kein Luck irgendwie beeinflussen. Deswegen glaubt sowas bitte nicht, aber ich bin immer da, um sowas zu testen. Und vielleicht solltet ihr euch einfach mal dreimal im Kreis drehen und eine Flasche Wasser ächzen und dann zieht den legendären. Wer weiß, probiert's aus. Mit Creator-Code Pookie immer werden, ne? Wir sehen uns, haut rein, bis dann. Ciao.